Die ersten 8 Schritte. Wir machen zuerst ein Shuffle oder Chassé nach rechts und dann kommen Rocks. Zuerst den Shuffle nach rechts. Den rechten Fuß zur Seite, den linken ran, den rechten Fuß zur Seite. Jetzt setzen wir den linken Fuß hinter den rechten, wechseln das Gewicht und wieder zurück. Dann machen wir einen Rock vorwärts, den linken Fuß nach vorn, das Gewicht wechseln und wieder zurück. Den linken Fuß nach hinten, das Gewicht wechseln und wieder zurück. Ich zeige diese Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte, wieder ein Chassis oder Shuffle nach rechts und ein Rockback. Diesmal den linken zur Seite, den rechten Rand, den linken zur Seite. Jetzt setzen wir den rechten Fuß hinter den linken, wechseln das Gewicht und wieder zurück. Jetzt setzen wir die rechte Fußspitze vorn ab, vor dem linken Fuß, Ferse runter. Und setzen die linke Fußspitze vor den rechten Fuß ab und Ferse runter. Ich zeige diese Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die nächsten 8 Schritte sind 2 Jazzbox. Und die zweite ist mit einer Viertel-Linksdrehung. Zuerst die erste. Das war jetzt der Ausgangspunkt. Jetzt kreuzen wir den rechten Fuß über den linken, setzen den linken Fuß etwas nach hinten, den rechten Fuß zur Seite und mit dem linken Fuß machen wir ein Scuff oder Bodenschleifer. Ich zeige das noch einmal. 1, 2, 3, 4. Jetzt setzen wir den linken Fuß gekreuzt vor den rechten ab, setzen den rechten Fuß etwas nach hinten und machen dabei eine Vierteldrehung nach links, setzen den linken Fuß links ab und den rechten Fuß mit einem Step daneben. Ich zeige die letzten 4 Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4. Und die 8 Schritte im Zusammenhang. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die letzten 8 Schritte zeige ich von hinten, damit man das besser sieht. Das war der Ausgangspunkt. Wir machen jetzt einen kleinen Hups nach vorn, indem wir erst den rechten Fuß nach vorn setzen, dann den linken und klatschen. Und diesen kleinen Hups wieder zurück, erst mit rechts, dann mit links und klatschen. Ich zeige das noch einmal. 1, 2, 3 und 4. Und jetzt schwingen wir die Hüfte nach rechts, nach links, nach rechts und noch einmal nach links. Und ich zeige diese 8 Schritte noch einmal im Zusammenhang. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7, 8.
Und der Tanz beginnt von vorn.